Yvonne, du bist heute hier als Titelverteidigerin angetreten, bist Dritte geworden. Wie fällt an so einem Tag dann das erste Fazit aus? Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Podestplatz. Nach so einer schweren Verletzung war ich jetzt immer ganz weit weg von einem Sieg. Und jetzt bin ich schon mal wieder auf dem Podest dabei. Deswegen kann ich mich da sehr darüber freuen. Ich war vor dem Rennen schon sehr realistisch, dass da mein Titel verteidigen, dass das nichts wird, weil das geht einfach nicht. Ich bin einfach noch nicht in Topform und mit 80% dann reicht das einfach hier nicht. Oder? Das Loch nach dem Schwimmen ist so riesig, da kann ich auch, wenn ich gut Rad fahre, einfach nichts machen. Und ja, deswegen, ich freue mich einfach, dass ich wieder auf dem Podest stehe und von hier kann es dann wieder weitergehen. Wo siehst du momentan, sage ich mal, die größten Probleme nach der Verletzung, nach dem Schlüsselbeinbruch bei dir, in welcher Disziplin? Ja, vor allem beim Schwimmen natürlich. Haben wir wirklich die letzten Jahre daran gekämpft. Letztes Jahr hier nur eine Minute hinter der Spitze aus dem Wasser. Und die Minute fahre ich einfach so zu auf dem Rad. Und jetzt sind es fast 5 Minuten, weil ich einfach nicht schwimmen kann. Dazu war natürlich die neue Entscheidung mit einem Separatstart für die Profis für mehr Katastrophe. Ich habe die ganze Woche alleine geschwommen. Also irgendwie finde ich es total unfair, weil die guten Schwimmerinnen schwimmen einfach mit den Profimännern mit. Und wir haben doppelt. Ja, wie sagt man das? Kannst schon nicht gut schwimmen und dann schwimmst du noch alleine auch, dann bist du noch mal langsamer. Deswegen, wenn wir mit den Amateuren gestartet wären, dann wäre es wahrscheinlich 2-3 Minuten gewesen. Das hat einfach meer mijn rennen umgebracht. Het is natuurlijk voor mij totaal pech dat dat genau dieses Jahr geendet is. Und ja, muss man halt, ist die Entscheidung vom Veranstalter, muss man dann halt mit leben. Aber ich habe schon gewusst, dass das für mich sich nicht so gut ausgeht. Beim Radfahren haben wir dich mal beobachtet, da bist du auch nicht so richtig nach vorne gefahren. Trotzdem, beim Laufen lief es doch dann nochmal richtig gut, oder? Ja, beim Radfahren ist irgendwie auch nicht so gelaufen, wie ich das gewünscht hatte. Ich bin schon gut Rad gefahren, aber irgendwie hat mir da der Schwung ein bisschen gefehlt. Und ja, weiß auch nicht, wo das angelegen hat. Ich habe wahrscheinlich doch noch die schnellste Radzeit, aber wirklich so, wie ich normal fahren kann, das war es jetzt nicht. Beim Laufen ist es dann eigentlich schon gut gelaufen, auch mit den fehlenden Laufkilometern. Aber muss ich einfach zufrieden sein. Die Abstand nach vorne war ja nicht so groß. Und das mit so einer großen Verletzung. Und man muss das nicht unterschätzen. Ich habe halt jeden Tag, tagtäglich habe ich Schmerzen. Und das kostet einfach Energie. Und die Energie, die geht irgendwo anders weg, oder? Und das ist halt die Regeneration. Und die richtige tiefe Regeneration, die Energie, die muss halt dahin. Und ja, ich hoffe, dass es einfach jetzt mal bald besser wird, weil es ist schon zäh. Das heißt, du hast auch aktuell, also wirklich beim Training, noch richtig Probleme mit der Verletzung? Ich kann meine Haare nicht pusteln, ich kann mit kochen, mit jedes tagtägliche Ding habe ich Schmerzen. Und ich kann nichts kaputt machen, es ist alles schaut spitz aus. Es ist das Problem, dass ich eine Hakenplatte habe und die Hake, die nervt und die tut von alles. Und ja, das muss man einfach mit leben. Ich habe diese Week für mich, ich habe mir entschieden, ich möchte Rennen machen, ich möchte so meine Form wieder zurückbekommen. Aber es ist halt zäh und ich habe halt kein Geduld. Wie macht man das dann? Man hat ja eigentlich große Ziele, auch die großen Rennen. Wie relativiert man dann da die Ansprüche? Ja, es ist natürlich so, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich mache das jetzt schon 14 Jahre und ich habe ja eigentlich alle gesagt, 2014 wird dein Jahr. Weil letztes Jahr ist schon alles super gelaufen. Dann habe ich gedacht, dieses Jahr setze ich noch eine drauf. Deswegen ist es natürlich schon ein bisschen eine Tauschung. Wir haben so hart daran wieder zurückgekämpft nach wirklich die Weltspitze. Und jetzt bin ich wieder weit zurückgeschmissen. Jetzt kann ich wieder aufstehen. So ein Aufstehmädchen bin ich. Und ich werde es wohl wieder irgendwie schaffen. Es gibt ja prominente Beispiele, die auch, sag ich mal, im ersten Halbjahr mal vom Rad gefallen sind und dann am Schluss in Hawaii ganz, ganz vorne gelangt sind. Also du hast ja sicherlich trotzdem Hawaii im Blick und wirst dich darauf richtig gut vorbereiten, oder? Ja, aber
Hawaii ist klar, es ist noch sehr weit weg, aber schwimmen ist natürlich schon wichtig. Ich kann mir da einfach nicht erlauben, noch ein größeres Loch zu haben wie letztes Jahr. Ich möchte Stewart Top 3. Letztes Jahr war ich ja ganz knapp Vierte, die dritte Platz leider laufen lassen müssen. Aber ja, ich muss einfach besser schwimmen. Und ich habe da so hart daran gearbeitet und ich war auch schon richtig besser am Anfang des Jahres. Und jetzt kann ich wieder neu anfangen, aber jetzt bin ich wirklich weit weg. Jetzt schwimme ich wieder wie vor 10 Jahren oder so. Und ja, es ist ein bisschen gemein, aber ich schaffe das irgendwie, das wird schon wieder. Davon sind wir überzeugt, Yvonne, dass du das packst. Also wir wünschen dir für die erstmal Genesung und dann wieder die Ergebnisse, die du dir auch wünschst. Genau, danke dir, ganz lieb. Tschüssi.